Ja, so Fahrradteile frisch aus der Box zu holen, das macht Spaß und ist immer super sauber. Aber ich bin der Meinung, auch alte Fahrradteile haben ihren Charme. Und deswegen zeige ich euch heute ein Video, wie ihr hier solche Teile wieder zum Glänzen bringt. Die ganzen Fahrradteile hier habe ich vom Schnäppchenrad, was ich auf eBay für 150 Euro gekauft habe, abgebaut. Und die sind jetzt noch ziemlich dreckig, aber ich bin der Meinung, daraus kann man noch was Schönes zaubern und vielleicht werde ich das eine oder andere Teil auch weiterverwenden. Und ich denke, es ist doch mal super interessant, um euch zu zeigen, wie man so einen alten Umwerfer zum Beispiel, der auch so ein bisschen Rostflecken hat etc., wieder schön poliert, sauber poliert. Und ich zeige euch einfach mal Schritt für Schritt, wie ich das immer bei meinen Rädern gemacht habe, damit die wieder schön glänzen. Und als allererstes brauchen wir, wie vor jedem Putzvideo, erstmal ein Bad mit warmem Wasser und ein bisschen Spülmittel, damit wir den groben Schmutz wegmachen und das Ganze entfetten. Während die größeren und schweren Teile im Wasserbad noch vor sich hin einweichen, können wir uns schon mal das Lager schnappen, weil das würde ich nicht unbedingt in so ein völliges Wasserbad reinschmeißen. Und das können wir uns auch mal schauen oder anschauen, ob wir da irgendwie ein bisschen Rostbefall haben, irgendwie so Rostpickel. In den meisten Fällen reicht es, wenn man irgendwie so einen spitzen Gegenstand nimmt und das so ein bisschen abkratzt. Man sollte da nicht zu tief reingehen. Manchmal hilft auch eine Kupferbürste, um wirklich groben Rost zu entfernen oder halt der gute alte Rostlöser. Und bei dem Lager muss man eigentlich, wenn die gut im Schuss sind, wie diese hier, einfach mit dem Lappen das alte Fett entfernen, auch die Rillenkugellager hier, obwohl, nee, das sind gar keine Rillenkugellager, aber diese Kugellager, die hier in diesem Käfig sind, einfach vom alten Fett entfernen und dann einfach gleich neu mit neuem Fett auffrischen. Hier, wenn wir so ein Part haben, wo nur ein Gewinde ist, das können wir theoretisch auch nochmal im Wasserbad richtig sauber machen mit Seifenwasser. Aber das sieht hier eigentlich schon alles sehr gut aus. Und ich brauche da gar nicht viel polieren. Das sieht schon fast wieder wie neu aus. Brauche halt einfach mal einen guten alten Lappen und ein bisschen Zeit. Und dann kriegt man das auch alles wieder schön sauber. Die meisten Teile sind wirklich noch richtig gut im Schuss und haben kaum Rostbefall. Außer hier am Umwerfer. Da sind einige Stellen, wo der Zahn der Zeit seinen Zahn gezogen hat. Und ich stelle euch jetzt noch mal ein paar Methoden vor, die man anwenden kann, um den Rost zu lösen. Der erste Schritt wäre einfach Rostlöser auftragen. Das lässt man dann eine gewisse Zeit einwirken und kann das dann mit einem Lappen gegebenenfalls abwischen. Was auch oft hilft, sind so Pieker. Damit kann man dann so ein bisschen den Rost abreiben. Wenn man großflächige Stellen hat, zum Beispiel irgendwie ein Gewinde oder so, dann empfehle ich euch eine Kupferbürste. Mit der Kupferbürste macht ihr das Material nicht kaputt, weil Kupfer ist weicher als Stahl. Und somit tragt ihr dann nur den Flugrost oder den Rost mit dieser Bürste ab. Ein anderer Schritt, der auch oft hilft, vor allem wenn ihr verchromte Fahrradgabeln habt, holt euch einfach Aluminiumfolie und ein ganz normaler Reiniger, irgendwie Küchenreiniger oder so, reicht aus. Oder auch hier so einen speziellen Bike-Reiniger. Den sprüht ihr auf und dann reißt ihr euch ein Stück Aluminiumfolie ab und reibt das dann über die Teile, wo der Rost ist. Und dann kriegt man damit quasi wie die Rostpickel weggeschliffen und beschädigt das andere Material darunter nicht. Wenn wir dann unsere Fahrradteile aus dem Wasserbad rausgeholt haben und quasi entfettet haben und vom gröbsten Schmutz entfernt haben, dann reiben wir sie am besten mal ein bisschen trocken und schauen, dass da halt wirklich keine Fettreste mehr sind. Und um dann das aufzupolieren, brauchen wir am besten einfach eine handelsübliche Polierpaste für Edelstahl, Aluminium. Und am besten, so habe ich meine Erfahrung gemacht, ist es, wenn man das auf einen Küchenschwamm, hier diese raue Seite, weil damit kann man das quasi das Ganze noch ein bisschen schleifen, polieren. Und am Ende wischen wir das dann einfach mit einem Mikrofasertuch ab und reiben das nochmal richtig drüber und dann glänzt das, wirklich versprochen. Also der erste Schritt ist, wir machen hier ein bisschen von unserer Polierpaste drauf, suchen uns ein geeignetes Teil, zum Beispiel hier den linken Kurbelarm, und dann reiben wir das Ganze so ein. Das braucht ein bisschen Geduld und wer halt eine richtige Poliermaschine hat, der hat es natürlich einfacher, aber das hat wahrscheinlich nicht jeder zu Hause, ich auch nicht. Und deswegen
muss es die Variante sein. Wenn man wirklich richtig krasse Kratzer drin hat, dann empfehle ich euch auch irgendwie noch ein feines Schleifpapier zu nehmen, also oder von grob Richtung fein und schleift das mal ein bisschen an und dann poliert das mit so einer Paste richtig fein nach. Und ihr werdet sehen, dann könnt ihr die ganzen Kratzer entfernen und habt echt ein super Ergebnis und eure alten Teile sehen danach aus wie neu. Das Ganze mache ich jetzt mal mit allen Sachen und wisch das dann am Ende ab mit dem Mikrofasertuch und am Ende schauen wir mal, wie das Ergebnis wird. So, ich habe jetzt alle Teile mal mit der Polierpaste eingearbeitet und dann mit einem Mikrofasertuch sauber gemacht, außer das hier. Das ist eigentlich schon durchs Wasserbad mit dem Spülmittel schon relativ sauber geworden, aber bei genauerem Hintrachten würde ich sagen, man erkennt schon einen Unterschied zu dem Teil, was ich mit der Polierpaste bearbeitet habe und dem, was nur aus dem Wasserbad rauskommt. Das gleiche habe ich hier bei den Bremsen gemacht. Der Umwerfer, der hat auch schon quasi fast den kompletten Rost verloren. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber hier handelt es sich ja um bewegliche Teile und wenn wir die wieder verwenden wollen, dann müssen wir natürlich mal checken, ob die Beweglichkeit noch funktioniert. Bei sowas hier würde ich empfehlen, holt euch ein Sprühöl und sprüht mal die Teile, die beweglichen Teile ein, damit das wieder gängig wird, weil durch das Wasser und das Spülmittel haben wir das alles rausgespült. Und den letzten Punkt, den wir noch machen müssen, ist hier unser Lager. Das müssen wir auch neu fetten. Dann besorgt euch ein Lagerfett und sprüht das dann oder macht dann hier eine gewisse Menge rein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann setzt ihr die neuen Lager ein, um sie dann wieder neu zu verwenden. So, ich habe jetzt alle Sachen fertig sauber gemacht und bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Vielleicht werde ich mir den Umwerfer noch mal in der Freizeit schnappen und noch ein bisschen sauberer machen. Aber jetzt die Frage an euch, habt ihr schon mal alte Fahrradteile restauriert? Habt ihr noch irgendwie Tipps für mich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Like freuen und abonniert am besten unseren Kanal GCN auf Deutsch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und werde mal schauen, wo ich das ein oder andere Teil wieder verwenden kann.